Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und wir haben immer noch Tag 37. Kurz nach Mittag. Und ja, ich werde mal. So. Die Location noch einmal abluten da. Bleib hier. So. Mal kurz nachladen, das haben wir schon. Gut. Bist du Messing? Du bist Messing, geil. Sehr schön. Verschlossen natürlich. Achso, ich habe übrigens noch eine andere Axt gefunden. Fällt mir mal gerade ein. Jetzt war ich unterwegs, nämlich nur ein, zwei Zombies erledigt, bevor ich die Folge gestartet habe. Und der hatte nämlich netterweise noch eine sechste Axt dabei. Kann man schon mal machen. Na, Jungs und Mädels, alles gut bei euch? Sieht gut aus. Kommt auf mich zu. Ja, machen wir es halt so. So, du bist hin. Nein! So. So, ein noch oder zwei. Mui! Oh, er sieht aus wie ein Stachelschwein hier. Im Kopf. Im Kopf, am Kopf, beim Kopf. Ja, machen wir mal kurz das Auto. Ich kann ja nicht dran vorbei. Irgendwas hatte ich noch gerade. Okay, das ist gut. Das könnten wir zerlegen. Ja, nochmal zerlegen wir mal. So, und irgendwas hatte ich noch gefunden. Genau, hier. Bauplan Panzerplatten-Mod nutzen. Gleich wieder ein bisschen mehr Platz geschaffen. Und wieder überlastet, natürlich. Oh, und wieder Messing gefunden. Das ist gut. So. Haben wir auch. Bauplan angepasste Fittings Mod benutzen. Messing natürlich mit. Und dann läuft ein Wolf. Hallo, Wolf. Wolfilein. Ups. Hier bin ich. Bleibst du mal stehen. Meine Güte. So. Und noch einer, der einen auf die Schnauze möchte. Na? Fuck. Besser. Mensch. So. Leer. So, ich würde mir jetzt mal ausmüllen. Hier bin ich schon wieder. Weißt du, tötest du ein, zwei Zombies? Ein, zwei Zombies tötest du. Oh, nicht schlecht. Ein, zwei Zombies tötest du und zack, bist du wieder entkammert. Das ist wahnsinnig. Oh, was haben wir hier? Bauplan Militärausrüstung. Oh, durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Diese Qualität ist ungefähr, wird euch entfernt. Einige Gegenstände, Pumpguns, Pumpgun-Teilen verschrottet und. Warte mal, ein Beispiel sind Pumpguns, die zu Pumpgun-Teilen verschrottet werden. Moment mal. Die Qualität des gefertigten Gegenstands wird durch die vorherrschende Eigenschaft bestimmt, wie etwa Schrotflinten Messias für alle Schrotflinten. Einige Gegenstände werden aus Teilen und Schrott derselben Teile gefertigt. Okay. Ja. Können wir irgendwas scrappen? Ich würde die ganz gerne scrappen, aber da kriegen wir insgesamt ja mehr raus. Wenn wir das so einschmelzen, meine ich. So, könnten wir noch irgendwas stacken? Das können wir nicht stacken. Ein bisschen können wir stacken, aber nicht allzu viel. Das, das. Obwohl Holz.
Wir machen das mal anders. Oder wir craften daraus mal eben ein paar Blöcke, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Nein. Oh Gott. So, vielleicht ein paar Blöcke. Das können wir rausschmeißen. Knochen können wir stacken. Vitamine. Einmal Holz schmeißen wir weg. Das können wir nicht stacken. Federn, Nitrat geht auch. Alles einmal durchklicken. So. Gut, dann gehen wir mal rein. Metall. Oh. Sehr schön. Kriegen wir hier wieder ein bisschen. Bisschen was raus. Moin, Mutti. Oh, oh, oh. Gute Nacht. Und wieder eine Schelle gezogen gekriegt. Oh Mann, oh. So. Hallo. Nischt. Ein bisschen was zu futtern oben drauf. Boah, eher nicht. Schäm. Oh, Messing. Sehr gut. So eine kleine Messingbotze hier. Sehr schön. Mikrowelle. Ja, klar, in der Mikrowelle findet man in der Regel immer Plastik. Vielleicht war es Plastikgeschirr. Sagen wir einfach mal, es war Plastikgeschirr. Das zerlegen wir mal. Das schmeißen wir weg. Aber Messing nehmen wir mit. Du wirst mir, mein Freund. Oh. Ich nehme auch mit. Hier noch jemand ohne Fahrschein? Nee. Hier geht's einfach wahrscheinlich nur nach draußen. Jo. Oh, warte mal. Geht's. Achso. Gut. Alles klar. Dann gucken wir mal da weiter. Du wirst auch mir. Kerze. Stoff. Wasser, Mineralwasser. Oh, Mineralwasser ist nett. Diese Dosen. Na hallo. Oh, Honig, ja, gut. Will mich nicht beschweren, Honig ist gut. Nehmen wir noch ein bisschen. Ja, mache ich. Nehmen wir ein bisschen Stoff mit, ein bisschen Eisen. Ein paar Schraubenfedern. Weg. Ja, okay, warten wir erstmal ab. Unberührt Werkbank. Das ist gut. Zerlegen. Ah, den müssen wir gleich mal auseinander. Kriegen wir irgendwie auch, glaube ich. Ah, den kriegen wir, glaube ich, nur Metall raus. Ich habe immer die Hoffnung, ich bin mal so auf Stahl fixiert. Du bist belastet. Das weiß ich. Wir werden auch gleich ein Level aufsteigen. Das weiß ich auch. So, Holz können wir gleich wie immer mal wegschmeißen. Wasser. Medikamente. Wie lustig das aussieht hier mit den Spritzen, die da mal eben so rumliegen. Das macht mich so etwas, naja. Ein bisschen merkwürdig ist das schon. Da ist noch was hinter, ne? Da ist doch noch was hinter. Vielleicht ist das was Feines. Naja, zumindest Öl. So. Oh.
Radkappe, oh. Oh, zerlegen. Aber eine 5er Kettensäge, oh. Ja, ich muss sagen, das turnt mich ein klein wenig an. Das finde ich schon mal lecker. Das finde ich schon mal lecker. Ansonsten, ja, auch übersichtlich. Aber die 5er Kettensäge entschädigt schon mal. Die entschädigt. Ich glaube, ich werde trotzdem auch nochmal ein bisschen Stoff mit looten. Tut ja nicht weh. Weiß gar nicht, was ich noch an Stoff zu Hause habe. Also Baumwollpflanzen habe ich jetzt auch nicht unbedingt zu Hause. So. Immer. Ach, da waren wir dran. Okay. So. Ich glaube, ich nochmal einen Happen essen. Mal Cheesecake. Ich glaube, ich werde mir erstmal sowas reindrücken hier. Benutzen. Mal einen schönen Kuchen reinpfeifen. So. Alles klar. Ja, wie gesagt, das würde ich ganz gerne scrappen, aber wir kriegen da ja mehr raus, wenn wir das eben nicht machen. Ah. Dass wir da noch geguckt haben. Oh ja, okay, gut. Ja. Mach mal. Hier kriegen wir auch noch ein bisschen Stoff raus. Ein bisschen Stoff und ein bisschen Holz. Was machen wir hier mit? Wollen wir die verkaufen? 203 Dollar. Ich meine, das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Wir wollten sowieso noch mal zum Händler. Gut, dass ich den ganzen Kram nicht mitgenommen habe, den ich einfach kaufen wollte. Müssen wir sowieso noch mal eine extra Tour machen, glaube ich. Ach, das ist die andere Seite. Ja, da waren wir schon drin. Gut. Ja, das war schon, also was die größeren Locations nicht bieten konnten, das haben wir schon eher hier gefunden. Das ist schon, schon nett. Das ist schon nett. Ich würde sagen, wir fahren hier weiter auf der Hauptstraße. Und dann ist ein Start. Das ist gut. Da fahren wir mal eben hin. Yay. Auch wenn ich derbe encumbered bin, aber das macht nichts. Das sind aber auch Straßen hier, ey. Wo habe ich die jetzt gesehen, die Straße? Ich hoffe, dass wir hier... Oh, den Rucksack gucke ich dann doch mal ganz gerne rein. Ja, gut. Benutzen. Nehmen wir mit. Warte mal. Ja, schon zwei so eine Häufchen liegen, dann wird die auch nochmal gegaumelt. Nein! Knochen. Nitratpulver. Ah, scheiße. Nitratpulver. Bevor das überall hinfliegt. War doch das Fleisch? Nein! Ist das schon wieder voll? Unglaublich. Aber warte mal. So, dann machen wir es mal hier. Zack, zack. Das können wir stacken. Das können wir wegschmeißen. Das zerlegen. Das rein. Das. Alter, sind wir vollgeladen. Das ist unglaublich. Nitratpulver. Ach komm, nehmen wir erstmal alles auf hier. Fliegt der ganze Kram hier durch die Gegend. Tada! Und Levelaufstieg! So. Da noch ein paar Knochen.
So. So. Also, was können wir davon stacken? Das kommt weg. Das rein. Schockstabteile. So, ich klicke mal alles durch. Vorsichtshalber. Dass ich noch irgendwas vergessen habe zu stacken. Ja, unwahrscheinlich. So, okay. Also, hier können wir nichts mehr stacken. Schade. Gut. Fahren wir doch mal weiter. Führen wir zumindest mal eine kleine Tour zumindest durch die Stadt mal machen, um zu schauen, was für Läden sich da bieten. Wenn da ein Crackerbook oder sowas drin ist, dann wäre schon mal sehr, sehr nice. Ich glaube, ich sehe da eine Tanke aus der Entfernung. Ja, schon größere Locations hier auf der Ecke. Alter Schwede, das ist schon eine größere Stadt hier. Heilige. Shamway Foods. Allerdings kaputt. Macht aber nichts. Junkyard. Hm. Ja. Und hier diese komische Militärbunker ist das, glaube ich, hier. Repair Shop. O'Malley Oats. Buddy's Grain. Also eine riesen Location hier. Was ist das denn hier noch? Wow. Oh, haben wir hier einen Händler? Nein, sag bloß, wir haben hier einen Händler. Oder ist das ein Militär? Nee, ist Militär. Ist Militär. Ja, also hier können wir uns, glaube ich, schon mal austoben. Hey, was ist denn hier los? Was ist los? Okay. Boah, hier sind echt große Häuser. Meine Fresse. Und ich meine, bei solchen Häusern, hier müssen wir mal gucken, weil irgendjemand sagte mal, dass diese Dinger hier, dass die Indikator sind für irgendwelche Bunkeranlagen oder für versteckte Locations. Das ist ja auch ein toller Ofen, wo man reinlaufen kann. Hallo? Da muss man echt aufpassen. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Hier sind Hunde. Jo, das war klar. Das war doch wieder klar. Ich liebe den Schalldämpfer, ne? Ehrlich. Ich. Hm? Moin! Hui! Hohoho. Mal raus, mein Freund! Das muss der Hausmeister sein! Sag mal! Ich würde mal echt ganz gerne mal gucken. Ich meine, es war... War immer irgendwie... Nein, Mist. Ah, scheiße. Oh, da ist ja noch eine. Hallo? Moin. Scheiße. Mal, halt's mal um. Gibt's aber nicht.
Benutzen. Nee, ich will ihn nicht benutzen. Ich will nur auseinanderbauen, aber ich kriege da eh nicht gar nichts raus. Zerlegen. Scrappen. Wegschmeißen. Was? Kommt da denn schon wieder? Ach du Scheiße. Hallo? Oh, Farala. Farala! Moin. Zerlegen. Warte mal, das wollen wir jetzt sammeln, ne? So. Irgendwie wollen die, habe ich so das Gefühl, die sind so ein bisschen heiß. Diese ganzen Messingtüren, ne? Ich möchte die eigentlich ungern kaputt machen. Stell mal vor, wir haben nachher die Mod. Wir haben nachher die Mod und haben nachher die ganzen Messingtüren kaputt gemacht. Ist auch scheiße. Nee, hey, ich habe sowieso keinen Platz im Inventar. Ganz im Ernst. Aber wir haben es doch schon 17.30 Uhr. Krass. Krasse Nummer. Okay. Lass uns noch mal eben gucken. Boah, sind das große Locations hier, geil. Ich muss leider mal kurz gucken. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. War gut. So, jetzt nicht so. Der Brüller. Stehlene Feueraxt. Ja, die werde ich aber zerlegen. Eine Einser Feueraxt würde ich gar nicht haben. Auch wenn es eine Stahlaxt ist. Aber nee, muss ich nicht. Nee, nee, nee. Was haben wir daraus gekriegt? Stahlwerkzeug. Ach ja, okay, stimmt. Bei den Stahlwerkzeugteilen. Bei den Stahlwerkzeugen kriegen wir Stahlwerkzeugteile raus. Ja, richtig. Oh, alter Schwede. Alter Schwede. Vielleicht sollten wir uns hier mal eine Location mal hinbauen. Also hier irgendwie mal was hinbauen. Pff, weiß nicht, vielleicht. Wollte ich sagen. Vielleicht irgendwie mal so eine Zweitbasis oder sowas. Bist du? Nee, du bist du nicht. Schade. Aber trotzdem fehlt mir noch irgendwie ein Cracked Book oder sowas. Das wäre nochmal geil. Also wenn ich ein Cracked Book hier jetzt noch finde, ne, dann machen wir den noch. Also jetzt nicht in dieser Folge. Da ist noch ein Wölfskin. Funeral. Kann auch so. Ja, es ist dann bei solchen Riesenhäusern kann es natürlich immer ganz gerne mal sein, dass du tatsächlich einen Bunker drunter hast, ne? Und ein fettes Krankenhaus. Geil. Da, ups. Geile Meile. Da gibt es auch richtig zu tun. Ho, ho, ho. Ja. Aber da sollten wir tatsächlich erst reingehen, wenn wir entsprechende Bewaffnung haben. Also sprich eine vernünftige Pumpgun. Entsprechend Munition. Und dann können wir da mal reingehen. Weil ansonsten wird das ein bisschen, ja. Sind schwierig. Ach komm. Ich will nicht looten. Nein, ich will nicht looten. Ich will looten, aber ich will nicht. Nein, ich will nicht. Das wird so schön hier. Ich glaube, hier werden wir ein bisschen Zeit verbringen. Alter Schwede. Aber kein Cracked Book oder so ein Blödsinn, ne? Das würde ich toll finden. Also ein Cracked Book, den hätte ich mir jetzt noch gegönnt, aber... Hier sind überall Buchregale drin, aber eben so ein Cracked Book oder sowas wird toll gewesen. Ja, ja. Ah,
Das Schöne bei Crackerbook ist ja natürlich, oder generell bei Büchern, die kannst halt mal eben weglesen. Das haut dir kein Inventar kaputt. Das nehmen wir mit. Oh, das schmeißen wir weg. So. Vielleicht kriegen wir doch. Oh, noch ein großer Crackerbook. Oh. Alter, ist das eine Riesenstadt. Guckt euch das mal an hier. Ich habe noch nicht mal den inneren Kern mir noch nicht mal angeguckt. Heilige Mutter. Bücher. Bücher. Und gleich mal kurz markieren, weil ich denke nicht, dass wir das hier fertig kriegen heute. Noch so ein großer Crackerbook, wenn ich jetzt nur noch treffen könnte. Hey, 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 hey. Jetzt mal ein Abschleiche. Boah, so, das mal zerlegen. Das schmeißen wir weg. Das brauchen wir nicht. Was essen können wir auch. So, das auch mal zerlegen. Das weg. Vitamine. Ja, Durchfall. Okay. So, gute Nacht. Alter, da muss ich ja mal rein, ne? Oh, geil. Oh, 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 oh mein Gott. Oh. Und ich sag's noch. Ich sag es noch. Oh. Belängern Züge. Du erleidest 5 weniger Schaden, wenn du einen Anzug drehst. Achso, okay, ja, gut. Ja, das ist gut, sowas muss man natürlich auch nicht haben. Herausforderung verhungerte Touristen. Ja, keine Ahnung. Zerlegen wir mal. Ich glaube, die Herausforderung brauchen wir nicht. Ist das geil. Gut, jetzt sind wir wahrscheinlich überall Papier drin hier. Oh, Bauplan Motorrad. Oh mein Gott. Warte mal, ich muss noch einmal kurz was gucken. Ein Punkt. Okay, pass mal auf. Glücklicher Sammler. Kriegen wir nicht. Ah, verdammt. Wahrnehmung 5. Den können wir uns aber kaufen. Ein Punkt. Mit Gewehren, Sprengstoff und Speeren. Ja, okay, warten wir nochmal ab. Warten wir nochmal ab. Nicht zu gierig werden. Kunststoff-Sehne-Mod. Ah. 10% mehr Schaden mit der Magnum. Urspitzgeschoss verursacht mehr Schaden im, beim Aufprall. Oh. Ist das schön hier? Ich will hier einziehen. Moin. Hallo. Einmal zärtlich aufwecken. Also. Sag mal. Das für eine widerstandsfähige. So. Schnauf. Oh, ich bin ja so ein bisschen im siebten Himmel, was es angeht. Und zu wenig. Oh, noch ein bisschen. Ah, herrlich. Herrlich. Habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, hier haben wir natürlich auch noch nicht bei. Papier. Also Papier haben wir. Na gut, das kennen wir schon. Nehmen wir aber trotzdem mit. Können wir vertickern. Bauplan, Tragschrauber, Fahrwerk. Oh. Tierisch gut. Ja, also. Ach komm. Ja.
So, hier ist nichts, 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 nichts. So. Zerlegen. Später haben wir es, 19:03 Siege. Oh, ist das geil. Zerlegen. Gesicherte Gebiete werden von dem möglicherweise gemieden. Sicher versucht man mehr Schaden gegen Eigentum gesichertes Gebiet. Ja, gut. Brauchen wir jetzt zwar nicht, aber was ich habe, habe ich. Ja. Oh. Fireman's Almanach. Fertige Feuerwehrhelme und erleide 5% weniger Schaden, wenn du einen trägst. Cool. Haben wir, haben wir. Ah, mehr geht natürlich nicht. Können wir irgendwas wegschmeißen? Was essen können wir höchstens vielleicht noch. Nutzen. Zerlegen. Gut, die könnten wir zerlegen. Bringt uns jetzt aber, glaube ich, nicht so viel. Ein bisschen Papier, Glas. Weil ich sage ja schon, das, was wir schon gelernt haben, das können wir zur Not auch vertickern. MP. Machen wir. Stahlwerkzeuge. Urban Combat. Du nimmst von weniger Schaden, teilst 5% mehr Schaden aus, wenn du drinnen bist. Oh. Schick. Nehmen wir auch mit. Kennen wir schon. Können wir verkaufen für 100. Ja gut, wir müssen sowieso noch mal wiederkommen. Ich habe echt nicht so viel Platz. Wäre noch hier irgendwas, was wir noch mitnehmen können und stacken können. Bist du kaputt? Nee, du bist leider nicht kaputt. Schade. Juckersaft. Zerlegen. Mitnehmen. Mitnehmen kann ich nicht. Scheiße. Zerlegen. Nutzen. Benutze einen Verband. Kann ich heilen. Ja gut, okay. Das ist aber nicht so dramatisch. Ist hier noch irgendwas? Leere Dose. Leere Dose. Gut. Okay, dann haben wir erstmal hier unten erstmal. Ach ja, das können wir nicht mitnehmen, stimmt. Ja, machen wir den nächsten Tag weiter, würde ich sagen. Ich muss ja am nächsten Tag unbedingt nochmal her. Das ist alles nichts. Ich fahre jetzt erstmal wieder zurück. Weil ich muss mich auch mal ausmüllen. Das geht sonst gar nicht. Ich bin so voll. So, wo sind wir denn so grob? So ein Stückchen weiter weg sind wir schon, ja, durchaus. Ich würde sagen, wir fahren erstmal hier hin. Sollten wir vielleicht gerade so schaffen. Alter Schwede. Oh, ich sag noch. Oh, hello, und da sind sie auch noch mal ein paar wertvolle Sachen dran. Oh, was sind hier alle? Oh mein Gott. Was sind hier alles? Was sind das alles für Locations hier? Und ich sag noch. Oh, oh Doggos. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, keine Hunde. Wie geil ist das bitte? Ich sag mal ein Passing Gas. Noch ein bisschen Benzin abschröpfen hier. Und ich sag noch, oh, so ein Cracky Book, was? So ein kleiner Buchladen. Da findest du mal eben so einen riesen fetten Laden, wo du mal eben auf einen Schlag mal, weiß nicht, das waren jetzt irgendwie Freundschweinchen, wo du mal eben, keine Ahnung, 10, 12 Schema da findest. Ich fahre mal einfach die Straße weiter. Ja, ich fahre einfach die Straße weiter. Ich fahre mal bis hier. Markiere mir das einmal kurz. Dann haben wir nämlich auch mal eine Route fürs Wiederherfahren. Geil. Das ist ja mal geil.
Und wir haben das Obergeschoss noch nicht gelootet. Also da ist nämlich auch noch einiges. Also die Loot-Tour hat sich doch schon ein klein wenig gelohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen, ne? Oh, wir sind schon wieder bei 35 Minuten, ist ja unglaublich. Wahnsinn. Die Zeit immer rennt. Aber hast ja gesehen, ne? Also hast du kaum, hat man einen Cracker Book gefunden. Oh, da muss ich unbedingt rein. Unbedingt. Aber es hat sich ja schon jetzt schon gelohnt. Wir haben ja erstmal gerade mal die erste Hälfte von dem Cracker Book erstmal gerade fertig gehabt. Also von daher hoffe ich, werden wir im Obergeschoss noch einiges finden. Oder vielleicht nachher auch in den anderen umliegenden Räumen. Noch so viele Tiere, die wir nochmal erlegen können. Machen wir alles nächsten Tag. Also wie gesagt, wir machen jetzt heute erstmal ein kleines Päuschen für heute. Und am nächsten Tag, also an Tag 38, werde ich dann nochmal, werde ich glaube ich nochmal zum Cracker Book mal hinfahren. In die anderen Gebäude, sowas, so diese umliegenden Apartmenthäuser und sowas sind, da möchte ich zwar auch rein, da wird sich sicherlich auch noch einiges finden lassen, aber da gehe ich dann lieber mit einer Pumpgun rein. Und da wir die ja momentan noch nicht haben, die anderen haben wir ja gescrappt. Aber ich finde eine normale Pumpgun in dem Sinne erstmal besser, weil du einfach damit einfach auch mehr Schuss austeilen kannst. Dass wir das erstmal machen und erstmal abwarten. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie ein Stahlrezept oder ein Crucible oder irgend sowas. Das wäre nämlich echt klasse. Also ein Rezept wäre natürlich mega geil. Na, aber das müssen wir mal sehen. Und ja, ich werde dann erstmal ganz gediegen nach Hause shoppern hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Sam, der ist da wieder. Macht ihr gut. Bis dann. Tschüss.